Hier haben wir unseren Hornvogel, der ist ja mittlerweile schon eine Zeit in die Voliere umgewandert, damit er auch etwas fliegen kann, natürlich auch nur unter hygienischen Bedingungen. Das heißt, wir brauchen auch hier eine Kotuntersuchung und er frisst aber auch sehr stabil, frisst gut. Leider Gottes fehlt ein großes Stück vom Horn vorne. Wir gehen mal davon aus, dass es wahrscheinlich durch den Unfall passiert ist, dass er da beim Aufprall das Horn verloren hat, weil es sieht nach einer recht frischen Bruchstelle aus. Gibt keine Einschränkungen für ihn vom Schnabel, vom Fressen her. Er ist natürlich nicht so zutraulich, sondern nur mit Abstand etwas zu genießen. Aber dem geht es sehr, sehr gut. Jetzt hoffen wir auch bei ihm, dass wir da ein schönes Plätzchen finden, beziehungsweise vielleicht lässt sich der Eigentümer oder auch das Drumherum herausfinden, wer das war. Genau, wir haben noch vom Namen her, haben wir ihn Zazu getauft, wie der Vogel aus dem Film König der Löwen, weil er auch aus Afrika stammt und zusammen mit der Lea gekommen ist.